Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Ich bin Sid und mit mir spielt Rocky. Okay, hallo, du bist hier für meiner von Rockkartoffel LP und mit dabei ist der Typ von dem Kanal von Core LP 100. Hallöchen. Ja, ich treibe mich oft auf dem Kanal rum. Ich weiß auch nicht, warum eigentlich ist der so schlecht. Der Typ ist auch schlecht, der den Kanal betreibt. Ich weiß gar nicht, warum ich da ständig... Wahrscheinlich liegt's daran... Naja, ich lass es. Grüß Gott an alle. Wir spielen Final Fantasy 7. Schauen wir Rocky beim Failen zu. Ein Schlagholz mit Nägeln. WTF. Nagelkeule. Was? Wieso hast du einen Zauberstab ausgerüstet? Was machst du? Ich hab nichts anderes. Ich hab gedacht, du hast gewechselt. Nee, passt schon. Ich war es bei Cloud, ich habe bloß deinen Pfeil gesehen und auswählen und zack, plötzlich stand da oben Zauberstab. Ich habe nicht gecheckt, dass du einfach auf Ares gewechselt hast. Warum habe ich die... Ach so, ich weiß warum. Weil die verkettet sind. Verkettet ist immer gut. Genau. Genau das Vision habe ich die behalten. So, lieber Mann, jetzt musst du natürlich erstmal wieder da hoch, ha? Nein! Ja? Wie war denn das nochmal? Ja, du bist jetzt an einem anderen Punkt, wo du vorher nicht warst. Ah, guck mal, da oben ist ein... Oh, den nehme ich ja doch noch mit, diesen du bist jetzt, kleinen Trank. Genau, du bist jetzt nämlich an Stellen, die du vorher so nicht erreichen konntest. Es ist nämlich gar nicht schlecht, dass man sich einmal runterschubsen lässt, weil, wie gesagt, ne? Du hast einen Geist erhalten, aber kannst jetzt Leute aus ihrer Herrenhausvilla, weißt du? Fair. Silbergewehr. Das Gewehr. Ist bestimmt was für Barret. Ah, den haben wir gar nicht dabei, ist ja doof. Gucken wir doch mal, was der alte Mann uns anbietet. Okay, ich weiß ja nicht, ob es ein Old Man ist. Yum, yum. Aha, so begegnen wir uns am Ende. Doch, ich bitte um Entschuldigung. Du hast auf mich gewartet. Die sind die spirituellen Körper der Alten. Sie sind lange Zeit vor ihrem Planeten fortgewesen, um diesen Tempel zu schützen. Sie haben über viele lange Jahre die Fähigkeit zu sprechen verloren. Nein, sie bedurften von Anfang an nicht der Worte, denn es gab nur ein Ziel für die im Tempel zurückgebliebenen. Gangbangs? Ah, das Niveau sinkt, liebe Leute, das Niveau sinkt. Heute Abend sinkt für sie das Niveau. Bitte, sprich mit mir. Ist nicht... Was? Ich verstehe den Rest nicht. Fürchtest du? Was? Ist es... Weil Sephiroth im Tempel ist oder etwas anderes? Was? Sephiroth ist im Tempel? Nein, das kann nicht sein. Holy Jesus! Holy Manoli! Holy Ravioli! Ach komm, das kann schon. Na, ja. Knack, knack. Schön, so kannst du wenigstens ein bisschen aufleveln. Random Fights machen dich stärker und bereiten dich auf unausweichliche Konfrontationen am Ende des Spiels vor. Bam! War das ein kritischer Treffer oder was? Also Ares physisch angreifen lassen ist eine schlechte Idee, immer. Liebe Rockkartoffel, immer. Weil Ares kein Nahkampfcharakter ist. Die hat ja, schwache Angriffskraft, du verschwendest Schaden. Zauber mit der lieber. Ja, aber dann ist irgendwann der ihre MP leer und das mag ich ja auch nicht. Hast ja sicherlich 100.000 Äther angesammelt, ne? Nö, eigentlich keinen. Und außerdem musst du ja jetzt gleich eh wieder an dem Alten vorbei, wo du dich ausruhen und speichern kannst. Kannst du ja heilen, ne? Nicht kein. Wie geht's denn hier jetzt runter? Ja, mach mal irgendwas, wirst du schon Rolls finden. Geh mal, wo du her, mach mal. Alter Schwede. Alter Schwede. Altes Geschwür. Heute Abend singt für sie das Niveau. Den fand aber, ich richtig gut. Ich hör, den musst du gleich wieder auswendig lernen. Guck mal, Ranken. Da unten ist noch eine Kiste. Yes, aber die wirst du niemals erreichen. Niemals, wenn ich ihm helfen kann. Wie erreiche ich die denn? Oh Gott. Solange du dich nicht so wie in Dead Space 3 damals erschreckst. Oh hallo, mein Gott, Centaur. Was ist das denn? Wie viel Damage? Es ist halb Centaur, halb... Nein. Leopard, Wolf, das Hund. Sieht mir aus nach einer Grinsekatze. Fledermaus, vierbeiniges Löwen, Plüschtier mit Hörnern.
Löwenplüschtier mit Hörnern. Das ist so eine sehr schöne, bildhafte... Ja, ich weiß. Puh! Wie er gleich zur Verhöhnung dann noch eine Feuergranate hinterherwirft. So, ich bin Feuerelement. Hab sonst nichts anderes mit ihr. Muss ich leider angreifen, tut mir leid. Keinen anderen Zauber als Feuer, Dude. Dudes. Was macht der jetzt? Ach, gar nichts, okay. Bist du jetzt fast mal tot? Hab ich mit dir sonst noch irgendwas? Nö, du siehst nichts. Poisona ist nicht so dein Ding? Ich hab bisher noch nicht Belfall... Beifall? Wen soll ich denn damit angreifen? Weiß ich doch nicht, mach doch was du willst. Du was das, du willst. Da hat Belfa LP noch nicht mal gewusst, was das sein soll. So richtige, richtige Kampftipps, gebe ich dir nicht. Habe ich dich vorgewarnt. Du musst deinen Scheiß selber mastern. Google und dann... Und auf dem Weg zum Master musst du failen. Unweigerlich. So, pass auf. Substanz. Eris. Für eine, wieso hast du zwei Feuersubstanzen? Einmal zum Schützen und einmal auf alle, oder was? Alle? Mystifizieren, heilen. Ich habe keine zwei. Nee, das war jetzt gerade wieder, vielleicht war es nur ein Lag oder so in meinem, in meiner Übertragung, weißt du? Gut, dann mache ich jetzt halt eben so und ich habe sonst nichts, was der Mitch macht. Echt? Hast du alles den anderen ausgerüstet, die nicht in deinem Team sind gerade, oder? Gucken wir doch einfach mal. Liebe Freunde, sobald hier Core-LP 100 mitspielt, ist hier alles vorbei. Nö, ich hab nicht mehr. Tatsächlich nicht. Okay, nee, dann passt schon. Lass alles, wie es ist. Lass einfach. It's okay. Okay? Okay. So, geh weiter deiner Wege, sonst... Da oben komme ich her, dann gehen wir mal noch hier lang. Hier längs. Warum geht's hier nicht hoch? Ist das eine Verarschtreppe? Ist das so eine berühmte Fu-Treppe? Eine berühmte Fu-Treppe? Was meinst du damit, Jason? Jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Jo. Es ist nicht schön, jetzt kannst du den ganzen Weg nochmal gehen, weil du Trottel dich vom Sekundenzeiger hast runterwerfen lassen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es jetzt lang gehen würde. Oh Gott. Nein! Fight! Oh Mann. Du schaffst es noch. Ich habe großes Vertrauen. Ich werde verzweifeln. Du lässt deine Leute nicht hängen. Ich werde betweifeln. Betweifeln oder verzweifeln? Betweifeln. Da hinten stehen zwei Frösche. Hey! So! Tot. Doch nicht. Incinero dos. In wie wat? Was? Froschgesang! Oh je, wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Nein! Und schlafe. Und Frosch. Was? Schon zwei Frösche. Sid kann keiner werden. Ich will den Frosch da hinten angreifen. Was macht der denn jetzt? Ich werde vermutlich jetzt an diesen Gegners jetzt verzweifeln. An diesen Gegners? Hast du jetzt gerade Gegners gesagt? Betweifeln. Kannst du nicht einfach Gegners sagen? Ich kann alles, wenn ich möchte. Nein, ich habe vergessen, Feuer zu machen. Du kannst alles, wenn du es nur willst. Der Wille kann Berge versetzen. Der Wille kann Berge versetzen. Verantwortung auf den Schultern ist schwerer als der größte Berg auf Erden. Willst du das in dein Poesiealbum schreiben oder wie soll ich das verstehen? Ich habe nur ein Rhymebook, ich habe kein Poesiealbum. Ach, stimmt ja, du hast ja nur ein Rhymebook. Ein Waynebook. Ich habe auch wieder geübt, also mittlerweile halte ich mich für den... Also ich habe das Zeug zum besten Rapper der Welt. Gibt es da vielleicht was du uns vortragen möchtest? Rasse, Tasse, Klasse, Masse. Hat es schon gereicht, das war Freestyle. Der war nicht schlecht, oder? Bitte lass es einfach. Das waren so Hardcore-Rhymes.
Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Ich weiß den Weg doch nicht mehr. Streng dich mal ein bisschen an, wühl mal in deinem Gedächtnis. Da oben war ich schon, hier so, da so. Irgendwo gibt's einen Weg und du wirst ihn finden. In Klammern müssen. Punkt. Alter. Versteinerter Frosch! Da haben sie den Falschen angegriffen, wa? Der hat einen weißen Umhang, wa? Oh, in 30 Sekunden wird da versteinert. Jetzt muss ja. Der schnell sein. Nee. Das macht mir ja nichts. Zack! Sid wechseln mit. Wenn er dann auch noch so doof ist und sich dann vorstellt, ist ja ekelhaft. Tja, wenn du eben die Substanz dafür ausgerüstet hast, würde er das tun. Wie heißt es? Wie heißt der irgendeine Grundidee in Eidechse? Keblösch. Keblösch hast du gesagt? Ja. Jetzt geht's aber los. Das war aus dem. Das hast du mal gesagt? Ich sag oft Keblösch. Und mir ist es nochmal eingefallen, weil ich das irgendwann mal irgendwo gehört hab. Und ich fand es einfach so toll, dass du das wieder gesagt hast. Keblösch. Keblösch. Das ist ein tolles Wort. Ist ein super Wort, ne? Ich. Komm schon, du Champion, du wirst jetzt schon mal einen Weg finden. Hilf mir doch. Ja, also ich muss sagen, bei allem, wie oft ich dieses Spiel schon gespielt habe, aber in dem Labyrinth hier, mich auswendig auskennen, tue ich trotzdem nicht. Ja, du weißt aber doch bestimmt noch, wie es weitergeht, oder? Du musst jetzt wieder den Weg zurückfinden zu dir, oder? Ach, wat, sag an. Also spätestens, wenn der Part vorbei ist, kannst du ja mal kurz in deinem alten Video gucken, wo der Weg war, damit der nächste Part nicht wieder so krass langweilig für deine Zuschauer wird. Genau. Oh. Ja, okay. Also. Yeah. Da hat er mal auch voll kräftig das Hebelgesetz ausgenutzt mit seiner Lanze, mit seiner Lance. Lance. Lance Armstrong. Ey, dieser Lance. Oh Gott, war das schlecht. Der war schon echt schlecht, ja. Dieses Lachen musste ich gerade aus mir herauspressen. Ah, ah, ah. Gab's hier noch irgendwo einen Weg? Sei ruhig jetzt. Okay. Liebe Zuschauer, er hat gesagt, ich soll ruhig jetzt sein. Ruhig jetzt? Ich hab nie gesagt, dass er ruhig sein soll. Kannst du nicht da runtergehen? Hier sind doch so Tore. Wo kommst denn da? Hier, die Tore musst du doch oben vielleicht. Weißt du? Das Core LP 100. Du überziehst auch deinen Part. Ich weiß, das ist jetzt auch der letzte Fight, den ich jetzt hier mache. Angriff von hinten mit zwei Fröschen. Alter Scheiße, ey. Vorschlag. Vorschlag. Fias. Was? Hä? Du hast einen kritischen mit 93 Schaden gemacht, sei doch froh. Aber an mir selbst. Ja, weil du verwirrt bist, wahrscheinlich auch. Nee, verwirrt ist man nur, wenn man sich dreht. Hast wahrscheinlich dich selber ausgewählt. Tatsächlich, ich habe das Bessere für dich gehofft. Bonks. Stirb. Wehe, du greifst jetzt... Natürlich, er greift sie an, dass sie kein Feuer mehr machen kann. Ja, sehr gut, finde ich super, duper, Kewusel. Wenigstens habe ich noch einen, der Damage macht. Wenigstens hab ich noch diesen einen. Cloud macht auch noch Damage. Wenn die zaubern und ihre Arme so hochnehmen, das ist der Hammer. Die Animationstechnik von damals war der Hammer. Alle pennen. Und jetzt zaubern sie bloß noch. Jetzt stecken wir für immer in diesem Fight fest. Ich glaube auch. Oh, nee, guck mal an. Tot. Doch nicht! Ich habe mich jetzt mal bequem eingesetzt hier. Man hat's an deinem Stuhl gehört. Es war nicht mein Stuhl. Was war das denn? Ich habe mein Mikrofonständer woanders hingestellt. Was war das denn? Oh mein Gott, was war das denn? Wie der Frosch einfach auf den anderen zurennt und ihm einfach voll einen ins Gesicht gibt. Siehst du, wie der Frosch hier vorne deinen Gegner wieder mit den Hüften hin und her shaked? Ja. Like a boss, guck dir den mal an.
Oh yeah, Sansa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und er hat muskulöse Oberschenkel. Frosch Gesang. Frosch. In your face. Ich finde diesen Fall sehr unterhaltsam, muss ich gerade mal so ansagen. Ansagen? Ansagen. Erzähl doch mal was über dein Leben in der Zeit, wo du hier rumbummelst. Mein Leben ist toll. Oh, das bringt deinen Zuschauern, die dich nicht kennen, relativ wenig. Ja, es gibt dafür noch was anderes, pass auf. Ja, du hast es geschafft. Ja, das hast du mir nicht geglaubt, oder? Nee, ich hab gedacht, du... Hätte ich dir das jetzt in Skype geschrieben, dann hättest du mir das nicht geglaubt. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich wirklich vielmals bei euch mal wieder für diesen langweiligen Part, dass ihr wieder zugesehen habt bei diesem langweiligen Part. Nicht für diesen langweiligen Part, weil den habe ich euch ja geliefert. Danke, liebe Zuschauer, für diesen langweiligen Part, wollte ich sagen. Ihr habt schon richtig gehört. Der lässt es an euch aus. Ihr seid schuld in seinen Augen. CoalPN 100 ist doof. Ich beende jetzt den Part und zwar in 3, 2, 1. Tschüss und einen wunderschönen Restabend.